Das ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Eine Partypause. Was ist denn hier alles los? Oder genau, was ist hier ab, Digga? Alexander Hick! Ja! Alex! Alex, passen Sie auf Ihren Kopf auf, bitte. Keine Partypause. Keine Partypause. Keine Partypause. So, wir haben uns heute hier versammelt. Keine Partypause. So assige Ding, Eröffnung von Seil, sein Laden. Seil! Jetzt guckt euch mal an, wie Alexander Hick am Hasseln ist, hier mit diesem Headset. Es ist echt die Härte. Also Hick, wir fahren ja in einer Woche nach Island. Gibt es jetzt hier ein Outdoor-Paket? Was braucht er, Hick? Hier habe ich dir einmal das perfekte Fleece, was jeder braucht. Einmal ein L und einmal ein XL. Probier's einfach mal an. Dann würde ich sagen, nimmst du direkt noch diese aus dem Angebot Patagonia-Regenjacke mit. Perfekt einfach nur. Was geht, Vlog? Wir sind jetzt in Island. Hier ist es auf jeden Fall sehr krass. Wow! Das ist richtig gruselig hier. Da sind so Sounds. Leute, diesen Turm habe ich gebaut. Kannst du bitte so machen? Ja, perfekt, dann los. Höhle. Kalt. Ja, Grüße gehen raus aus Island. Kurz anmerken, dass wir jetzt vollständig sind. Wer hat was geht? Alles klar. Was geht, Max? Herrn Alex kennt ihr ja schon. Yeah! Jungs, ganz kurz für den Vlog. Wie viel Uhr haben wir? Halb eins. Okay, wir haben halb eins Nacht und sind ja gerade gefühlt auf dem Mars. Auf einer Expedition zum Vulkan, der da hinten gerade ausgebrochen ist. Und werden da jetzt so nochmal hinstellen. Das ist jetzt nochmal ein 1-Stunden-Hike da hoch. Es wird richtig ekelhaft. Steil nach oben, aber es wird sich so lohnen, weil. Ey, wir schlafen heute. Gebt euch das. Gebt euch dieses Ding. Das ist die Gang, die heute auf den Vulkan geht. So, wir sind auf dem Gipfel angekommen. Das ist nicht mehr das Excitement vom Anfang da. Das ist das Krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber wir sind halt schon eine Weile hier, haben echt viel geshootet. Aber gebt euch mal diese Produktion hier an. Hier, Herr Ising mit dem iPad Pro, Feinstaubfilter und steuert jetzt hier alles rein. Da ist eine Drohne. Herr Ising startet jetzt. Hier haben wir noch eine Drohne. Hier ist auch eine Leute, damit ihr mich auch nochmal seht. Was ist das hier? Jeder Winkel, den ich hier hinhalte, ist Werbung für National Geographic oder Patagonia. Bist du Sponsor? Wir sind auf dem Weg zurück. Es ist fast 3 Uhr morgens. Es wurde nie dunkel hier. Hier ist alles voller Rauch. Da hinten noch der Vulkan am Boden. Jetzt zurück zum Auto. Eine gute Mütze Schlaf abholen. Und dann morgen neue Abenteuer. Sind excited. Was geht, Vlog? Ein klatschnass. Gerade so einen Berg hochgeklettert. In diesem Vlog müssen auch die schönen Momente geteilt werden. Nicht nur Party. Deshalb meine aktuelle Position zum Sunset. Hier oben. Einfach nur schön. Ja, Leute. Mehr von Island kriegt ihr jetzt.
So, und wenn ihr euch jetzt fragt, woher diese Aufnahmen kommen, das ist tatsächlich, was ich eigentlich beruflich mache, neben dem ganzen Feiern. Das Ding heißt 21 Aerials. Falls das euch interessiert, dann schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Da gibt es noch mehr so Aufnahmen und ja, back to the program. Und nachdem Berat hier seine Drohne da unten verloren hat, hatten die Jungs gerade vor, ein Seil zu nehmen, da runter zu klettern. Aber das ist jetzt wieder abgebrochen und wir fällen das Seil wieder in die Absperrung hier ein. Oh Mann, Alter. Wir sind hier im Operationsteam Auto. Drohne Nummer 1, Drohne Nummer 2 und Berat auf Drohne Nummer 2. Chefdrohne. We are in the air with all eyes. Let's get the target. So Leute, neben dem Vulkan, der vielleicht krasseste Spot, an dem wir bis jetzt waren. Wow. Guckt euch das mal an. So Leute, wir sind immer noch auf Island. Ich dachte, ich gebe mal ein kleines Update. Schau euch das mal an. Boah, wir fahren hier gefühlt über den Mars. Sehr, sehr. Und die Straße gibt es nicht wirklich. Also es sieht einfach nur so aus. Berat, geht's alles gut? Ja. Max? Alles Beste. Yippie. Ach du Scheiße, es ist länger als ich gedacht habe, diese Straße. Gebt euch bitte diese Natur. Das Update für den Vlog. Lange nicht mehr so am Schatten gewesen wie hier. So viel guter Content wird hier gedreht. Ja, ich nehme euch einfach Bett mit zu den geilsten Spots und ja. Guckt euch das an. Ja, guten Morgen, Max. Wärst du so nett, mir mal den Namen von diesem Ort hier vorzulesen? Ja, heute ist es in Priora Borgastigo. Sehr schönes Wetter, wie man sehen kann. Ein bisschen bewölkt, aber sehr schön. Der Musigi und der Beifahrer Alexander. Ich bin auch hier. Jetzt fahren wir los. Tyrannen, aber so sind eben die sehr speziellen Verhältnisse des Dorfes. Sie war ja auch einmal in einem Frauenhaus, wo sie nur eine Nacht geblieben ist, dann ist sie wieder nach Hause. Das gehört dazu. Recht macht man zu Ehren. Sie ist die Nebenklägerin. Und das gemacht, und dass sie vor allem aussagt, er hat mir der Vorwurf der Zuhälterei überhaupt zu verurteilen. Das ist alles. Wir sind auf dem Weg zu einer weiteren Natural Hot Spring. Hier mit dem Gebirge wieder. Es geht Vlog, ich habe euch gesagt. Hier werdet ihr mit den besten Spots von Island abgedatet. Die Jungs haten den Vlog hart. Schön mit Max. Keine Ahnung, wer die sind. Und ja, ist super nice hier. Alter, ich kann man ja auch so nehmen. Ich kann auch nicht. Dass hier das große Milde waltet. Exakt. Und das führte dann auch dazu, dass er in. Hey, super warm. Ein mega geiles Glück mit dem Wetter. Wir sind hier im Canyon. Boah. Jungs, alle! Alle Jungs! Max, lass mich mal näher. Komm, Max, das musst du dir geben, Digga. Boah, Max verpasst einfach. Ja, ja, Berat. Wir haben dich eh. Boah! Ist tief! Ja. Ah, oh, Scheiße. Was ist doch hier? Go! Ui, jo! Das war so antithematisch. Ich wollte noch diese Pinsel vorne werfen. Warte mal. Easier said than done. I thought you were the one. Es ist schon wieder fast Mitternacht. Wir sind hier mitten in der Wolke angekommen. So, ja, und an dieser Stelle ist irgendwie was sehr Dummes passiert. Wie ihr seht, habe hier noch die Luftaufnahme gemacht. Auf einmal hält das Auto an. Wir haben irgendwie einen Stein unter uns erwischt, ziemlich hart. Und ich glaube, da ist was kaputt gegangen. Ihr seht, ich lande hier noch die Drohne. Alle springen aus dem Auto, schauen, was da abgeht. Aber ja, am besten machen wir weiter mit dem Vlog. Kannst du das Wochenende stoppen oder irgendwas? Ja. Wo kommst du denn raus, Digga? Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Flüssigkeit ist. Mann, ich brauch deine Hilfe. Ja. Ich brauch Hilfe, deine Hilfe. Guck mal dort. Ein guter Freund. Vielleicht können wir das ja irgendwann bei jemand anderem reparieren lassen.
Das ist nicht gut. Ach du Kacke, Digga. Das sehe ich ja zum ersten Mal. Digga, hier gibt's nicht mal Werkstätte, Digga. Hier ist gar nichts. Hier gibt's nicht mal Einkaufsläden. Was geht, Jungs? Alles klar. Seid ihr auch aus Berlin? Ja. So, das Ding fehlt da, ja? Ja, ja. Differential ist abgebrochen. Wie lange müssen wir weiterfahren? Mit einer Pump auf dem Boden und dann kommt ein Auto aus Berlin und ohne Spaß. Ja, vielleicht ein Karamell dabei oder so. Hat der schon mal 10 gefahren oder wie? Nein, wir sind schon 80, 90 gefahren. Das war's getan, oder? Nice. Dieses, an den WWS, die alle Amazon-Unternehmen aufkaufen. Ja, wir hätten nicht weiterfahren können oder was? Ja, danke nochmal für das ganze Equipment. Das wäre ein Problem, wir haben ja auch erst gar nicht gereiht, dass ihr eine Pfanne habt, sonst wären wir direkt angehalten. Ja, ja. Aber wir haben dabei wirklich alles dabei. Also das ist echt krass. Und auch noch aus Berlin, Digga. Ja, ja. Weil das ist nur ein Metallteil, was hier abgebrochen ist. Ja. Ja. Geil. Ja. Ja. Promising, wie das jetzt am Ende auch aussah, hat leider gar nichts gebracht. Wir mussten dann doch im Gebirge bleiben, dort übernachten, in dem Auto zu Pferd. Es war eine Hölle Nacht, weil wir nicht weiterfahren konnten. Das wäre uns das ganze Auto zerrissen. Wir hätten müssen quasi warten auf den nächsten Morgen, bis wir abgeholt werden. So, Freunde. Die Sonne geht unter. Habt ihr gelesen? Schaut doch mal. Was ist da? Und jetzt, hey, that's the best entertainment we're gonna get. iPads, TV und ja. Der neue Ausgabe des Kriminalmagazins in Zeitverbrechen. So, Freunde, wir haben die Nacht überlebt, im Auto geschlafen. Also geschlafen. Ach, ich liege jetzt hier in der Sonne. Es ist morgens um 7.30 Uhr. Wir warten auf den Abschleppdienst, der uns hier abholt. Bis 10 da sein. Kleines Frühstück in die Nüsse. Also nach einer Nacht im Auto holt uns hier so ein Monster ab. Ford F350, Junge. Unser Babyauto. Stabil. Nice. Der ist abgeholt von dem Truck. Freunde, das war's mit dem Island-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einer der geilsten, meiner Meinung nach. Wir sehen uns im nächsten Teil. Peace. Richtige Überwachungskammer-Helikopter-Ding.